Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder SBB, Jungs. Und zwar Sané Mané Koulibaly. Ja, Grüße gehen raus an der NE. Und zwar Sané 96er Karte haben wir hier am Start. Sieht schon richtig lecker aus. Was sagt ihr zu Sané? Ja, feiert die Sané? Wenn ja, die Daumen nach oben, Jungs. Und schreibt ein paar Kommentare wegen Algorithmus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und zu Gast haben wir natürlich unser Lost Furki. Was geht ab? Grüße hier raus, Freunde. Ich freue mich mal wieder hier am Start zu sein. Ist ja gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich habe Bock auf Sané. Ich habe den auch erspielt. Hat unglaublich lange gedauert. Freunde, sprengt den Like-Button hier für diese Mühe, die wir uns da jedes Mal machen. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. So sieht's aus. Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir so die 2000 Likes schaffen, Jungs. Ja, noch einen Monat dann. FIFA 21. Wir werden auf jeden Fall Gas geben. Ich habe auf jeden Fall geile Projekte am Start. Aber dazu erst FIFA 21, ja. Also, Jungs, wir starten dann rein, ja. Ich halte rein. Natürlich haben wir bei Furki auch was gedreht. Checkt auf jeden Fall aus. Ich halte rein. Let's go. So, ich weiß nicht, was diese Handbewegung war, aber wir machen weiter, Freunde. Stürmer habe ich am Start und das ist eine meiner Lieblingskarten, das wisst ihr, Freunde. Und zwar ist es ein Deutscher. Wir haben vorne am Start Havertz, ja, die 89er Karte, ich wollte die Tots nehmen, Freunde, aber die würde leider wegen Position nicht gehen, deswegen die Stürmerkarte, den hat er auf keinen Fall aufgeschrieben, Freunde, das kann ich euch sagen. Und im mittleren ZM neben ihm haben wir den guten Kollegen von Optimus hier, leider nicht, Prime Matthäus am Start, Freunde, das heißt, wir haben eine schöne grüne Dreierlinie. Okay, also ich habe Reus aufgeschrieben und Brandt. Ja, kannst du behalten, Bro. Und nice, zwar, nice, wir machen nice. Dann weiter. Du kannst gerne natürlich reinhalten. Auf der linken Seite spielt der Sané, Jungs. Und im Sturm gehen wir heute mit einer Baba-Karte. Und zwar, das ist der Timo Werner, der momentan, beziehungsweise ab letzte Woche, war das, glaube ich, oder vor zwei Wochen? Sogar länger. Der spielt jetzt bei Chelsea auf jeden Fall. Ja, und ZM gehen wir mit Thiago. Seine 96er Karte haben wir hier am Start. Also Freunde, ihr merkt, ich bin nicht mehr so lost, das habt ihr auch schon in der letzten Folge gemerkt. Ich habe aufgeschrieben Thiago und Lewandowski, da hat er Glück gehabt, dass er nicht den Lewa noch genommen hat. Das heißt, Thiago kann einmal mit einer Bronze-Torwartkarte ersetzt werden und dann machen wir weiter Mann, mit den drei Positionen. So Freunde, die nächsten drei Namen im Hintergrund, er kann wieder alles nehmen, Freunde, ihr kennt das, Seko macht das gerne, aber nichtsdestotrotz, komm, vielleicht haben wir Glück. So Jungs, also, auf der rechten Seite, rechts Mittelfeld, ja, müssen wir mal wieder schön graben, ja, manche werden jetzt schreiben, ey, sehr gut, du nimmst den wieder, ja, ja, Junge, ich nehme ganz genau, und zwar Mohamed Salah, und im Sturm, ja, ihr könnt jetzt mal auf Pause drücken und mal schreiben, wem ich hier nehme, ja, ganz genau, Jungs, Firmino, und in der Mitte, also ZM, da gehe ich mit einer Optimus Prime, den habe ich letztens gezogen, und zwar, das ist der Maka Lele, 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 ja, also, viele schreiben immer Seko und die gleichen Spieler. Ich snipe die trotzdem nicht, Freunde. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe aufgeschrieben, Benzema, Rodrigo, Kroos. Das heißt, Seko kann reinhalten. Und ich mache weiter. So, die hast du nie im Leben, weil ich könnte alles nehmen, was ich nehmen kann. Und zwar rechter Stürmer Mertens, mittlerer ZOM, Team of the Season, Nainggolan, rechtes Mittelfeld. Habe ich den guten Herrn Food Birthday Lozano am Start und komplettiere damit auch das nächste grüne Dreieck. Herzlichen Glückwunsch, Furki. Nee, also ich habe Henderson, Salah und Jamie Vardy aufgeschrieben. Jetzt machen wir weiter, Jungs. Ja? Die beiden Außenverteidiger jetzt. Wird auf jeden Fall nice. Wir fangen an, wollte ich sagen, aber wir machen jetzt weiter. Let's go. Jungs, ja, meine Lieblingspositionen sind jetzt am Start. Und zwar die beiden Außenverteidiger links und RV, ja. Wir snipen jetzt jemanden auf jeden Fall. Let's go. Niemals. Also links hat er niemals gesniped. Das ist eine Team of the Season Karte. Robertson, an den erinnerst du dich vielleicht noch. Apropos Livestream, Freunde. Und auf der rechten Seite habe ich den guten alten Carvajal, Team of the Season. Ich habe Malcuit aufgeschrieben und Max, ich dachte, du willst nochmal diesen Link mitnehmen. Ganz gefährlich, Freunde, jetzt. Ganz, ganz gefährlich bei mir. Und im Hintergrund seht ihr gerade zwei Namen. Den habe ich. Ich bin mir sicher. Passt auf. Okay, wir passen auf. Und zwar auf der linken Seite gehen wir mit Max. Und auf der rechten Seite, du hast, glaube ich, Wan-Bissaka aufgeschrieben oder vielleicht auch Arnold. Aber heute gehen wir mit CDB. Freunde, das war's mal wieder komplett. Die letzten drei Positionen. Ich bin's, Seko. Freunde, ohne große Politik, drei Namen im Hintergrund, Seko, drei Spieler. Ich habe sowieso nicht gesniped. Okay, drei Spieler, Jungs, ohne Politik, ja. Und zwar die beiden Innenverteidiger. Einmal haben wir den Sergio Ramos, Team of the Season. Dann haben wir Headliner, Varane und im Tor gehen wir natürlich, Diggi, mit
Oblak. Courtois. Ah, okay, Oblak. Ja, ich dachte mir schon, Freunde, dass ich nicht treffen werde. Delikte, Vrij, Handanovic. Dann kann Seko reinhalten. Ja, bei mir, Freunde, das ist jetzt ein ganz zittriges Ding, Freunde. Ich sag's euch ehrlich. Ich habe als linken Innenverteidiger De Vrij Team of the Season am Start. Als rechter Innenverteidiger Sergio Ramos Team of the Season. Und im Tor den guten alten De Gea. Ich habe drei Spiele aufgeschrieben. Das passt überhaupt nicht eigentlich. Aber Van Dijk, Bizot habe ich und Sergio Ramos habe ich aufgeschrieben. Ja, ganz zum Schluss nochmal was gesnappt, Bro. Also der kommt jetzt weg. Und natürlich wünsche ich mir Bronze Keeper. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du einfach lost oder du tust nur so gerade. Aber linker Verteidiger ist Robertson. Das heißt, da würde De Vrij gar nicht gehen. Deswegen habe ich Van Dijk am Start. Neben ihm habe ich Sergio Ramos und im Tor De Gea. Das heißt, sowohl Ramos als auch Van Dijk hast du aufgeschrieben, ne? Let's go. Let's go. Gute Nacht, Burki. Einfach gute Nacht, Digga. Ab jetzt trinken wir alle Vitel. Alle mal Hashtag Vitel in den Kommentaren. Ab jetzt Vitel. Wir starten mal hier rein. Let's go, Bro. Freunde, da hat Havertz, ich hab gesagt, Freunde, der Havertz, der kann Fußball spielen. Boah, Makelele hat der übelsten Schuss, Digga, krass. So. Ich muss sich so und weit. Da ist er doch. Da ist er doch. Timo! Freunde, gut gestört da vom Nachwuchsspieler. Gut gestört, das ist ganz, ganz, ganz stark gemacht, wirklich. Und Mertens, der lässt sich eigentlich nie lumpen. Oh, Oblak. Dann los. Ey, boah, was ein Pass von Cecodinho. Cecodinho. Ey. Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft, Kai. Das ist zauberhaft, Mertens. Das ist zauberhaft, Matthäus. Kann man machen, muss man aber nicht. Interessant. Der Havertz, der kommt zurück in allerbester Form hier. Okay, das war's jetzt mal übertrieben. Guck mal, das ist halt das Komm runter, Ding, komm Freunde. Runter, 2-1. Der spielt halt extrem oft die Bronzespieler. So, hat er jetzt sein Glück hier gehabt? Boah, ist das... Das ist stark gespielt. Das ist stark gespielt, Freunde. Mann, ganz, ganz stark. Hör mal auf. Und da ist wieder Havertz am Start. Puh, Matthäus sollte sich mal bedeckt halten, lieber. Ey, Bruder, machst du eigentlich, schießt du auch noch normal so? Sei mal ehrlich. Nutzt du das noch? Was ist das denn für ein katastrophaler Schuss? Ich glaube, somit sollte das Spiel vorbei sein. Das heißt, ich habe hier mal wieder... Er sagt, okay, nicht zu viel, ich wollte schon egal. Sagen, Alter. Naja, 3-2. Letztens war ja Barca gegen Bayern irgendwie bei uns, aber jetzt 3-2. Ganz entspannt hier. Ein Pick jetzt. Ja, kann auch ein bisschen teuer werden. Werner ist da, Ramos. Aber auch ein Bronzespiel ist auch am Start. Wir kommen jetzt rein. Let's go. So, Jungs, also, wir starten mal hier rein. Also, wir haben hier Timo Werner, Ramos, die über 500k kosten. Plus noch Sané natürlich, ja. Man muss da irgendwie spitzen ohne Ende. Ja, also ein Pick hast du am Start. Dann rein, Digga. Ja, Freunde, also, ich habe einen Pick. 4-4-2. Genau. Ich mag das immer gerne symmetrisch zu nehmen. Vielleicht hat das Seko schon mittlerweile gemerkt, aber bei einem Spieler wird symmetrisch ein bisschen schwierig. Wir nehmen einfach mal den Torwart. Ah, den habe ich jetzt für 67k geholt. Oblak, ja. Ich habe Oblak gelassen. Also Ramos ist auf jeden Fall Stürmer, linker Stürmer gewesen. Linker Innenverteidiger war Werner und links Mittelfeld. Oder ganz kurz, ich muss was sagen. Nee. Ich muss ganz kurz was sagen. Einmal unten in die Kommentare schreiben, Freunde, was Seko getroffen hätte, wenn ich verloren hätte und er ein Discard hätte. Was hätte er getroffen? Ich bin mir sicher, Digga. Sergio Ramos, Team of the Season. Ich verstehe nicht, wieso kriege ich das nicht hin, Jungs? Gar keinen Plan. Aber... Ja, kommen wir zum Abstoß. Ich mache jetzt ein SBC. So, Jungs, also wir geben hier jetzt Oblak ab. Ja, der verabschiedet sich jetzt 70k weg. Jo, ansonsten Jungs, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Wir geben Gas, ja. Jeden zweiten Tag kommt halt ein Video.
ja, bald geht es auch los mit FIFA 21. Also jetzt schon mal abonnieren, schön auf die Glocke klicken und plus noch liken, Jungs. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Kuss geht raus, du hast die letzten Worte, Bro. Ja, Freunde, hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin etwas enttäuscht, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, Freunde. Ich hätte gerne einen krasseren Discard hier am Start gehabt, aber so ist es eben, Freunde. Bei mir klingelt's, deswegen passt auf euch auf. Haut rein, ciao, ciao.